Wir stehen vor einem ganz besonderen Weihnachten, Weihnachten, das von uns so noch niemand erlebt hat und ein Weihnachten, das geprägt sein wird durch die Umstände der Corona-Krise. Was, mit welcher Erwartung, mit welchen Gefühlen gehen Sie auf dieses Weihnachten zu? Ich gehe mit einem Gefühl der Neugier auf Weihnachten zu, weil diese andere Form, dass wir es nicht so feiern können wie bisher, ist für mich eine Herausforderung, mich auf das Eigentliche zu konzentrieren und Kreativität entwickeln. Wie möchte ich dieses Jahr Weihnachten feiern, dass es mein Fest wird oder wenn ich eine Familie feiere, ein schönes Fest in der Familie. Also ich würde es als Herausforderung sehen und ich gehe mit Neugier und mit Freude auf dieses Weihnachten zu. Ich glaube, ich kann das nur bestätigen. Ich empfinde das auch als Challenge und sehe aber auch jetzt schon, dass ich gezwungen bin, offen zu bleiben, zu sein für das, was wir jetzt letztendlich gemeinsam als Familie daraus machen müssen. Weil es ist nun mal anders. Aber das Anderssein heißt nicht, dass es schlechter wird. Und das wird spannend. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist auch eine Herausforderung, die wir als Familie gemeinsam beschreiten. Sie haben sich entschlossen, ein Buch zu veröffentlichen, das das Weihnachten sozusagen retten soll, das auch nochmal in diesen besonderen Zeiten den Menschen etwas geben soll. Was genau möchten Sie mit dem Buch und was ist Ihre Hoffnung dahinter? Wir wollen mit dem Buch den Menschen helfen, die Ängste, die sie vor Weihnachten haben, zu überwinden, auch sich von Erwartungen zu befreien, die wir alle ja mit Weihnachten verbinden und einfach Formen zu finden für sich selber allein, für die Familie, für den Umgang mit Freunden, Weihnachten so zu feiern, dass es ein gesegnetes Fest wird, dass es Segen bringt und dass es trotz aller äußeren Schwierigkeiten uns mit Frieden erfüllt und auch mit Freude. Ich kann nur sagen, ich glaube, ich würde gerne die Zuversicht einfach weitergeben, dass wir Christen waren schon immer Überlebenskünstler und wir mussten auch in den schwierigsten Situationen für unseren Glauben und vor allem für unsere Freude kämpfen. Ich glaube, es ist nicht nur, die Challenge ist nicht nur, dass man auf vieles verzichten muss, sondern wie behalte ich diese Freude? Und ich glaube, mit diesem Buch ist es einfach ganz simpel zu sagen, die Bibel heißt ja nicht umsonst die gute Nachricht, the good news, nämlich, dass wir nicht alleine sind. Wer Jesus liebt, sieht auch und erlebt zum Heiligabend, wie sehr er uns nah ist. Das ist das, glaube ich, was wir gerne weitergeben möchten. Einfach wieder auf das hinzuweisen, was offensichtlich ist. Drei ganz konkrete Tipps und Ratschläge, die sich auch in dem Buch finden, wie man Weihnachten, das wirklich anders sein mag, aber trotzdem zu einem ganz persönlichen, zu einem unverwechselbaren und auch erfüllenden Erlebnis machen lässt, festmachen lässt, selbst in Corona-Zeiten. Der erste Tipp: Beginnen Sie schon in der Adventszeit, nehmen Sie die Adventszeit bewusst als stille Zeit, bereiten Sie sich vor, dass langsam das Licht stärker wird, von einer Kerze bis vier Kerze, dass alles in Ihnen erleuchtet wird. Das ist der erste wichtige Rat. Der zweite: Versuchen Sie mit Ihrer Familie genau zu überlegen, wie wollen wir konkret Weihnachten feiern, was ist uns wichtig. Und was bedeutet uns Weihnachten? Und drittens, nehmen Sie sich auch Zeit für sich allein. Weihnachten ist auch ein Fest der Stille, dass in der Stille in mir Gott geboren wird, dass ich in der Stille in Berührung komme mit dem Geheimnis von Weihnachten. Und dann wird es für sich sicher ein gutes, gesegnetes Weihnachten. Also erstens für mich persönlich, ich könnte nur als persönlicher Tipp weitergeben, statt diese Reise, diese Herausforderung als Verzicht zu sehen, eher es als eine Zeit der Enthaltung. Das heißt, ich kann mich halten. Ja, es ist eine Zeit, wo ich mich sogar noch mehr festhalten kann als sonst. Und dann merkt man auf dieser Reise,
das sich halten, dass man sich dann auch zu Heiligabend dann wirklich auch die Früchte sehen kann, dass dieses Enthalten auch wiederum was Großes mitgibt, nämlich die Freude, die von innen strahlt nach außen. Ich glaube, Kreativität ist was, was natürlich auch die singende Muse in sich braucht. Kinder haben das von Natur aus und deswegen kann ich nur anstoßen, den Kindern auch zuzuhören. Ja? Was sind denn ihre Ideen? Sie haben oft ganz große Ideen, die ganz schnell und ganz simpel machbar sind, umsetzbar sind. Als drittes würde ich sagen, hab Spaß. Hab Spaß in das bisschen, was man hat, ist so viel.